Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, es ist ein bisschen her seit dem letzten Let's Play. Ein Monat, glaube ich, kann sein oder so. Ja, ich hatte irgendwie mal Bock, das Spiel hier zu spielen, weil ich habe es vor kurzem gekauft auf Steam. Es war ziemlich günstig, möchte ich sagen, ne? Es war ja letztens Steam Herbst Sale. Und ja, ich habe mir das hier geholt, weil ich noch etwas übrig hatte. Und es ist ein Point-and-Click-Game. Also das Spiel für mich und so. Hamlet oder wie man es auch immer aussprechen will. Oder das letzte Spiel ohne Internet-Features, Shader und Werbung. Ja, ein ziemlich langer Name, wenn man sich das Ganze hier durchliest. Ja, ich würde dann nicht hier um den heißen Brei reden, aber ja, mach mal hier ein neues Spiel und so. In einem Königreich zu irgendeiner Zeit tötete der böse Claudius zusammen mit seinem Gehilfen Polonius den König und die Königin, um die Krone zu erlangen. Dann zwang er... Was? Opheller? Aha. Opheller, Hamlets Freundin, ihn zu heiraten. Von einer langen Reise zurückgekehrt, schwor der mutige Prinz Hamlet, den Tod seiner Eltern zu rächen. Und Opheller... Nee, im Ernst, was sind das für Buchstaben? Ach so, Ophelia oder Ophelia, ich weiß nicht, ob man das PH als F spricht, zu retten. Aber, just in diesem Augenblick, wirklich, was denn hier, hab nicht vergessen, was zu übersetzen, ach egal, kam ein Mann auf einer Forschungsmission aus der Zukunft und landete genau dort, wo Hamlet stand. Jetzt muss der neue Held den Tod von Hamlets Eltern rächen und Ophelia, ich nenne sie einfach mal Ophelia, retten. Scheitert er, wird das Gefüge des Weltalls wegen der Unterschiede zwischen Gegenwart und Zukunft kollabieren. Ach schön. Akt 1. In dem Polonius sich entscheidet Claudius, seine Tochter zur Frau zu geben. So bleibt dem Helden nur in Polonius Schloss zu schleichen und Ophelia zu befreien. Ach schön. Ach ja, lyrischer Exkurs. Finde und klicke auf interaktive Objekte und führe dann logische Aktionen aus, um das Level zu schaffen. Klicke auf den Helden, um herauszufinden, was er gerade denkt. Nach mehreren Minuten erscheint ein Fragezeichen in der unteren rechten Ecke. Klicke darauf, wenn du Hilfe brauchst. Zum Beenden drücke es Escape. Okay. Ja, jetzt geht's endlich hier rein in diesem Spiel. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange das Spiel dauern wird. Okay, gut. Können wir... Also soll ich dich... Oh. Okay, erstmal hier... Okay, die Tür geht ja gleich zu. Toll. Vielleicht... Nee. Kann der Typ irgendwie... Ich brauche einen Weg in Polonius Schloss. Gut, so, meine Maus, gut. Kann ich hier irgendwie... Was ist das da? Ach so, ah, das ist das Fragezeichen, genau. Ah, wow, wow, wow. So zittern, die Sonne zittert, ja, und hier ist irgendein fetter Vogel. Oh, okay. Gut, also das nützt sehr viel. Warte, wenn... Kann ich die Lautsprecher... Ich glaube... Warte. Okay. Aha. Was, wenn ich hier laut spreche? Okay, die Flügel von dem Vogel heben irgendwie ab. Die Sonne tanzt hier fröhlich rum. Aha. Okay. Aha, ein Schlupfloch. Okay, also ich, wie ihr schon bemerkt, ist das völlig blind. Und Hamlet ist ja von Shakespeare, da habe ich eigentlich nicht so viel Ahnung, worum es da geht. Ich glaube nur halt, um eine Prinzessin, ne, zu retten. Und anscheinend komme ich hier nicht weiter. Obwohl, ich könnte es ja wieder legen stellen, dann passiert was mit dem Vogel. Na? Muss ich das hier machen? Mhm, mhm. Toll. Das ist... Okay.
Einfach alles anklicken. Ah, ja. Okay, dann klicke ich auf den Vogel. Mach mal hier ein bisschen Regen. Das nützt mir auch nichts. Toll. Oh, was? Ist eine Blume gewachsen? Das. Okay, und das jetzt? Hier so. Und dann nochmal. Macht das was? Kann ich hier nochmal die Blume? Okay, und machen wir hier nochmal. Ach ja. Warte, ich muss hier erstmal Vogel anklicken. Und so. So erstreckt sich das Vogel und dann wächst hier eine. Okay, und hier nochmal Wasser. Oh, dann schaffen wir schon hier eine Leiter und dann können wir weiter. Wow, das hat, glaube ich, ein bisschen zu lang gedauert für das Erste. Kann ich hier eigentlich speichern? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier ein Totenkopf. Das schaut irgendwie so ein bisschen Limbo-mäßig aus. Weil es ja Schatten sind und komisch, dass ich hier Sachen betätigen kann, ohne direkt neben dem Gegenstand zu stehen. Okay. Hier unten. Was ist das? Ich muss durch die Tür am anderen Ende des Raumes. Okay, gut. Das habe ich schon auch irgendwie gecheckt. Hier ist die Leiter hin. Eigentlich müsste mein Männchen. Mein Männchen, ja. Da. Wo ist die Maus? Okay, gut. Kann der irgendwie hier hoch? Anscheinend nicht. Was soll. Wow. Okay, da ein Haken. Okay, so. Vielleicht kann der das hier hochgeben und dann weiß ich nicht, was passieren soll. Aha. Okay, was passiert? Okay, da passiert wahrscheinlich sowieso nichts. Kann ich das aber jetzt hier so. Ich weiß. Wenn ich es jetzt anklicke, wird es wieder. Oh, doch. Passt. Gut. Das hat mir. Das gebracht. Ach so, das war also im Weg. Naja, ist ja 2D. Wäre es aber dreidimensional, hätte man es nicht umgehen können. So. Naja, zumindest geht das irgendwie ein bisschen schneller als vorhin. Enter Password. Ach Gott, da war ja was draußen, ne? Oh nein, jetzt muss ich. Kann ich überhaupt wieder zurück? Hoffentlich. Oh nein. Ich glaube, ich kann nicht mehr zurück, kann das sein? Ja, also was steht denn da? Das ist also hier. Erstmal checken, was hier steht. 10, okay. 16. Nicht 16. 16 im Sinne von Zahl. 16. Dann haben wir hier 8. Und nochmal 16. So. Nee. Was. Okay. 16. 8, 16. 8, 16, 8. Ja, macht keinen Sinn. Aber das muss ich mir noch merken, ne? Für später vielleicht wahrscheinlich. Das hier ist auch noch ein Zettel. FE. FE und 0. FE und O. Vielleicht hat das was in Kombination mit den Zahlen hier. Ach ja. Warte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ja völlig falsch. Ach schön. Ach, wieso habe ich mir das nicht gemerkt, was draußen vorne stand? Nein, okay, das kann ich nicht klicken und ich will es auch nicht klicken. Na. Haumlet, Haumge. Ham.
L ist hier nicht vorhanden. Gut, Hamlet ist es also erstmal nicht. F, E, 7. F, E, okay, dann 7. O, 7. Und dann vielleicht das und das. Oh nein. Jetzt muss ich wirklich auf das Fragezeichen. Sobald ich das Passwort erraten habe, öffnet sich die Tür. Gut, das. Willst du wirklich. Willst du mich wirklich beenden? Mich? Aha. Nein, ich will nicht beenden. Ich dachte. Wieso kann man hier nicht irgendwie rausgehen, damit man es nochmal anschaut? Ich meine, so schwer wäre es ja nicht. Vielleicht ist der Kleine ein bisschen zu faul. Ah, mir bleibt. Also nicht F, E und O. Und nicht. 16 und 8. Oder doch 16 und 8. Also. 8, okay. In der Reihenfolge anscheinend. 16 ist S. F. F, E. Okay, F, E. F, E. So, so. So. Fessos? Ist das überhaupt ein Wort? Ach, schön. Ach. Ach. Nee. Wahrscheinlich ist das so einfach wie Sau. Aber ich. Vielleicht war da sogar. Was ist denn das? Achso. Vielleicht, war da sogar nichts vorne. Ich. Hab mir vielleicht angebildet, dass irgendwie vom Gebäude noch was stand. Kann man das irgendwie zurücksetzen? Nein, kann man nicht. Toll. Oh nein, das sind unsere FE7. FE7. Dann 16. Oh, so, so. Nein. Es macht keinen Sinn. Das Fragezeichen ist schon fast ausgefüllt. Beinahe. Das unten gesetzte 7. Ich weiß nicht, ob das. Unten gesetzte 7. Ich könnte hier draufklicken. Ich klicke einfach drauf, damit wir keine Password. Aha. Drücke eine Maustaste. Was? Part? Ach Gott, was mache ich denn? Part. Ja, das tut sehr viel. So, was? Okay. Was? Nee, oder? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Ach, Mann. Ja, erstmal hier vergeigen. Enter Password. Einfach P-A-S-S-W-O. Oh Gott, jetzt habe ich es auch noch verklickt, ey. P. Alter, diese Musik, ey. Wie so im Aufzug. Pass-W-O-R-D. Ich kann nicht glauben, dass es so einfach war. Unglaublich. Was? Nein, das hier. Ja, klar, Freundchen. Was ist denn das? Jetzt will er uns den, hier nicht den Einlass gewähren, oder was? Boah, ja, aber oh, klar, ist klar. Habe ich gerade. Okay, gut. Hihi. Hihi. Unglaublich. Unglaublich. Wie konnte ich denn. Was denn jetzt? Achso, okay, gut. Hey, das ist ja die Prinzessin. Polonius. Mann, oh Mann, ist der hässlich. Was? Achso, okay, ich darf nicht weiter anscheinend. Hey, ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn gerade einmal angeklickt. Oh ja. Oh nein.
Ist sie jetzt tot? Muss ich nochmal von vorne anfangen? Will sie jetzt gerade... Ah, naja, okay, ich dachte schon. Haha, oh Gott. Jetzt hat er auch noch Bomben. Im Mittelalter, okay. Ja, ist klar. Oh, nein. Okay, jetzt hat er die Bomben. Bomben, schnell weg. Nee, was? Okay. So. Er gibt mir jetzt irgendwie Zeit, hier was zu machen. Die Knöpfe hinter ihm kann ich sowieso nicht benutzen. So. Oh. Ach so. Ist das hier Bossfight oder was? Ah ja, schnell, ich sollte mal weitergehen. Was? Ach, na toll. So tue ich erstmal gar nichts dagegen. So. Jetzt schnell zu ihm, wenn es geht. Nein? Nein? Achso, hier vielleicht das da anmachen. Oh, ich hätte wahrscheinlich seine Fernbedienung nehmen sollen. Ja, schnell die Fernbedienung. Oh, nein. Oh, oh. Und die Bombe. Und die Fernbedienung. Oh Gott, ich habe vergessen, das hier anzumachen. So. Ja, toll. So mache ich mir auch nur Schaden. Aha. Was passiert, wenn ich so mache? Ah ja. Also er steuert, dann mache ich das mal aus. Dann passiert nichts. Die Bombe dann. Dann muss ich das hier anmachen und den da hinrichten. Oh. Wortwörtlich. Oh, das ist ja gar nicht gut. Kapitel 1 ist vorbei. Rekapitulieren wir. Der Held hat Polonius neutralisiert und das Übel ausgemerzt. Ausgemerzt. Aha. Aber Ophelia versinkt immer tiefer im unterirdischen Fluss. Oh nein. Der Held eilt zu ihrer Rettung. Akt 2, in dem der Held untertaucht, um Ophelia zu retten. Okay, Leute, ich beende den Part hier. Ja, also bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.